Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich kuriere gerade eine Erkältung aus, hoffe aber trotzdem, dass man mich einigermaßen gut verstehen kann. Letztens habe ich schon ein Fliegengitter für das Bad gebaut und das Video eingestellt und bin davon so begeistert, dass ich für die Balkontür auch unbedingt eins gebraucht habe. Ich habe mich für ein Insektenschutzrollo von der Firma Apana entschieden. Es ist ein pulverbeschichteter Alurahmen mit einem langlebigen, strapazierfähigen Fibergewebe. Man kann sich das Rollo nach Maß bestellen und dann, wie hier im Video zu sehen, selber einbauen. Wie man das Ganze ausmisst und dann das zugeschnittene Rollo verbaut, könnt ihr hier im Video sehen. Ja, und so funktioniert das Ausmessen. Ihr braucht einmal das Türrahmenmaß, hier schwarz markiert. Und dann noch das Türflügelmaß, hier grün markiert. Das Ganze macht ihr für die Höhe ebenso. Bei der Bestellung werden die ermittelten Maße durchgegeben und schon bekommt ihr den Bausatz nach Maß zugeschickt. Den Link für den Bausatz werde ich in der Videobeschreibung hinterlegen. Ein Metermaßband ist praktischerweise auch schon dabei. Ja, und wie man sehen kann, ist meine Rollokassette auf den Millimeter genau zugeschnitten. Jetzt müssen nur noch ein paar Einzelheiten angebracht werden. So wie die Handgriffe, die müssen noch auf die Griffleiste eingeschoben werden. Dazu muss aber erst die Abdeckkappe runter. Die schon vormontierte Bürstendichtung muss abgezogen werden und der Schließmechanismus in der Mitte der Griffleiste verschraubt werden. Die Bürstendichtung wieder bis zum Mechanismus vorschieben und auf beiden Seiten bündig zuschneiden. Die Abdeckkappen können dann auch wieder drauf. Das hier ist die Rückseite von der Rollokassette und mit diesen Befestigungsplatten wird die Rollokassette an die Wand geklipst und genauso, wenn nötig, auch wieder entfernt. Um die Rollokassette an die Wand befestigen zu können, müssen erst diese vier Befestigungsplatten an die Wand geschraubt werden. Die Bohrlöcher müssen einen Mindestabstand von 27 mm zum Türrahmen haben. Ja, und so sieht nun die angeklipste Rollokassette aus. Die vertikale Führungsschiene bekommt jetzt das Gegenstück des Schließmechanismus. Um ihn anbringen zu können, muss erst die Bürstendichtung runter. Der Mechanismus wird circa in der Mitte angeschraubt. Später wird er noch genauer positioniert und ausgerichtet. Wie vorhin schon gehabt, die Bürstendichtung auf beiden Seiten wieder reinschieben und auf die gewünschte Länge kürzen. Die obere und untere Führungsschiene bekommen je 2-4 mm Löcher, um sie dann verschrauben zu können. Ich muss jedoch gestehen, dass ich nur die untere Führungsschiene angeschraubt habe, da
Da ich ein Abstandstück gebraucht habe, dieses Zollstück, habe ich die seitliche und die obere Führungsschiene mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Das hält genauso bombenfest. Das doppelseitige 3M-Band werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Ja, so sieht mein montiertes Fliegengitter-Insektenschutzrollo für die Tür aus. Ich finde, es ist richtig gut geworden, funktioniert wunderbar und wird auf jeden Fall von den lästigen Insekten schützen. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ohne Erkältung. Tschüss.